Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Total War Warhammer mit dem Manni. Und wir hauen gleich mal Eschen auf die Freschen. Daran müssen wir noch arbeiten. Okay, was bauen wir jetzt hier rein, ist die Frage. Irgendwas fürs Einkommen ist ja trotzdem nicht schlecht, den befallenen Goldschacht. Gerade zu Beginn. Ich glaube, wir können erstmal damit zufrieden sein, jetzt hier diese Truppen ausbilden zu können. Ich glaube echt, ich mache diesen befallenen Goldschacht. Das lohnt sich schon. Okay, bei dir können wir Tote erwecken. Ah, stimmt. Das Tote erwecken war ja quasi... ähnlich wie die globale Rekrutierung. Das geht überall, kostet aber weniger. Wir können einfach mal spontan so Tote rausziehen aus der Erde. Vor allem halt an Orten, bei denen Schlachten stattgefunden haben und tatsächlich noch Leichen liegen. Das ist das Wichtige. Und wir können jetzt gerade mal so Skelett-Speerträger holen. Die haben mehr Nahkampfabwehr, weniger Angriff und vor allem den Bonus gegen große Einheiten. Ich glaube, ich nehme mal ein paar Skelett-Speerträger rein. So. Zack, ihr kommt mal mit rein. Herzlich willkommen bei unserer Armee. Schon praktisch das Ganze. Okay, mehr können wir gerade nicht tun. Stellungen. Kanalisieren. Überfall. Ach, Manni. Dein Talentbaum wollten wir nochmal ganz kurz drüber gucken. Nur kurz über den Magiebaum hauptsächlich. Ja, das ist Mannis Talentbaum. Der Durst. Füllt Trefferpunkte von Kämpfern wieder auf. Ich glaube, den nehmen wir auch mit. Das ist geil. Ah, wir können sogar einen Punkt vergeben. Den Seelenraub haben wir ja schon. Hiermit würden wir nur den... die Abklingzeit reduzieren. Bewegungsreichweite auf Kampagne ist aber ebenfalls so... Och Mann, warum ist hier so vieles sein, was ich gerne haben möchte? Aber ich glaube, der Durst von wegen Trefferpunkte auffüllen als passiven Effekt. Aber nur auf sich selbst, wenn ich das richtig sehe. Ist natürlich schade, wäre cool, wenn es eine Aura wäre. Aber ich habe gerne eine Lebensregeneration drin. Nehmen wir das zuerst mit, dann holen wir uns hier die rastlosen Toten noch und dann machen wir, denke ich mal, wirklich diesen zwei Magiebäume. Wir haben einmal hier Lebensentzug und die ganzen... Das ist quasi die Schwarzmagie, auch mit der Purpursonne am Ende. Und Bjunas Schicksal, das kennen wir auch noch, von Asak, was auch unglaublich geil ist. Und dann gibt es noch diesen Magiebaum. Für Nekromantie. Füllt eine große Menge Trefferpunkte wieder auf. Boah, wir können den so super auf Supporter machen. Geschwindigkeit, Nahkampfangriff. Verstärken. Also Buffs. Tote erwecken, lässt Zombie-Einheiten erscheinen. Das kann man super bei feindlicher Artillerie und Fernkämpfern mal aktivieren. Um die zu binden. Oh, hier lässt sich so tolle Sachen. So tolle Sachen lassen sich hier machen. Es ist Wahnsinn. Fluch, Seelenwind verursacht magischen Schaden gegen mehrere Einheiten. Ja, ich würde mal sagen, wir machen die Magie bei ihm. Es bietet sich einfach an. Hallo Zufbar. So. Euer Volk ist ein fleischgewordener Albtraum, Herr. Nutzt die Macht der Toten, so werdet ihr unbezwingbar. Können wir noch mehr Tote erwecken? Ja, die Zombies, aber... Ach nee, jetzt drei bedeutet nicht, es braucht drei Runden, sondern es sind drei Trupps, die wir uns holen könnten. Wenn ich die jetzt hole, sind die sofort einsatzbereit oder muss ich dann wieder eine Runde warten? Können wir noch später machen. Eschen hat ja kaum Garnison. Kommt, drauf. Ach komm, das ist mal wieder Klassiker. Das Ding müssen wir nicht schlagen. Das ist ja eigentlich echt ein Witz. Trotzdem hier, schön, 10:1 Verhältnis. Ah, was können wir denn? Wir können besetzen, wir können plündern und besetzen, wir können ausrauben, niederreißen. Wisst ihr was? Ich raub das Ding aus. Wie wir es mit den Orks so schön immer gemacht haben. Ah, das ist übrigens neu. Und nehmt das Ding danach ein. Aber das hier ist ein legendäres Söldnerregiment. Das ist neu mit The Grim and The Grave.
Ich bin mir nicht sicher, ob es alle Fraktionen haben. Wie ich weiß, auf jeden Fall Imperium und Vampirfürsten. Die haben jetzt legendäre Söldnerregimenter. Was bedeutet besondere Standardeinheiten, die sie besonders ausgezeichnet haben? Hier haben wir zum Beispiel besondere Zombies jetzt bekommen, die ein paar bessere Werte haben und ein paar Sonderboni. Die Zombies taumeln gedankenlos und trüb ihren Feinden entgegen, auf endlose Jagd nach Fleisch. Wir können sie hier einfach zusätzlich... bessere Skelettkriege. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Legendäre Söldnerregimenter, die können wir auch mitten auf dem Schlachtfeld holen. Können wir die direkt rufen? Auf die Schnelle? Wie sind eure Werte zu normalen Zombies im Vergleich? Auf jeden Fall mehr Führerschaft schon mal, das merkt man auf jeden Fall. Geschwindigkeit auch ein bisschen mehr. Oh, gut, fast doppelt so viel Nahkampfangriff, Nahkampfabwehr. Das macht bei Meat Shield schon was aus. Habt ihr auch mehr Lebenspunkte? Scheint so. Und die besseren Skelettkrieger werden sich bestimmt auch... Holza, die legendären Skelettkrieger haben ja gleich mal 60 Rüstung. Ordentlich Führerschaft. Geschwindigkeit ist... war bei den falschen. Geschwindigkeit ist gleich. Nahkampfangriff mit Giftschaden und ordentlich hochgegangen. Ja, ich würde sagen, die neuen legendären Söldner, die lohnen sich. Lohnen sich. So. Eschen wollen wir jetzt aber noch. Das Coole ist wirklich mit den Leichen erwecken. Wir können sofort holen. Das, auch mit den Söldnern. Eure Eroberungen verbreiten den Makel des Untodes, mächtiger Fürst. Großes Problem, was wir haben. Euer Reich wächst. Und euer Blick fällt auf weit entfernte Länder. Das Imperium und andere Menschenreiche liegen im Norden und Westen. Euch erwartet ein Festmahl. Die Lebenden sind zahlreich. Und voller Schrecken. Wollen wir noch... Nö, ich glaube, das reicht erstmal an Truppen. Erstmal noch ein bisschen auf den Haushalt gucken. Können wir schon irgendwelche Kommandanten dazu holen? Könnten wir. Ich glaube, ich warte noch ein bisschen. Lass mal gucken, was wir sonst noch so holen können. Wir können doch bestimmt auch alle legendären Helden holen, oder? Jupp, da sind sie. Heinrich Kemmler, Hellmann Gorst und Vlad von Karstein. Was brauchen wir dafür eigentlich? Nach dem Niederreißen von Altdorf. Nach Dominieren von 10 Gruppen von Gefangenen nach dem Kampf. Nach Dominieren? Also töten höchstwahrscheinlich, oder? Nehme ich mal an. Und da brauchen wir die verbotene Bibliothek für. Alles klar. Machen wir bei Zeiten alles. Erstmal lasse ich es mit dem zweiten Kommandanten. Derzeit sind wir noch nicht so ausgebaut. Du kannst nochmal verbessert werden. Das ist schön. Dann mal Bewegungsreichweite, bitte. Und als nächstes bewegst du dich dann... Ich glaube... Was brauchen wir noch? Waldenhof. Das holen wir uns auch noch. Dann haben wir das erste Gebiet. Mit wem sind wir eigentlich großartig im Krieg? Klar, die ganzen Unterfraktionen jetzt mit Tempelhof Schwarzhafen, die mögen uns bestimmt nicht allzu sehr. Obwohl ja Tempelhof keine natürliche Abneigung gegen uns hat. Schwarzhafen. Tempelhof schon. Ihr habt 15 Abneigungen. Das ist längst nicht so krass wie mit den Orks. Die Zwerge halt viel mehr. Die Orks 30, zumindest die Blutsperre. Ostmark 15. Gut. Ich würde mal sagen, Schwarzhafen ist ein guter potenzieller Verbündeter. Die würde ich noch nicht mal so jetzt einfach niederreißen, sondern tatsächlich mal vielleicht unten lassen. Das könnte sich rentieren, finde ich. Alles klar. Warum darf ich eigentlich nicht beenden? Deswegen. Neue Berichte könnten von einer lebendigen Expeditionsstreitmacht unweit eures Gebietes fürst. Derlei Bedrohungen sind inakzeptabel. Zeigt dem Feind, dass ihr diese Lande kontrolliert. Die erste Questschlacht. Und die haben auch ordentlich was dabei, aber keine weitere Verstärkung. Und wir haben jetzt auch gut was aufgestellt. Ich würde sagen, das packen wir. Das packen wir. Beziehungen mit ausländischen Mächten finden über Diplomatie statt, mein Herr.
Überdenkt eure Situation genau. Gut, sie haben einmal Reichsgarde. Abkommen zustimmt. Was mir gerade auffällt, ich habe die Vampirfledermäuse das letzte Mal gar nicht eingesetzt. Tote erwecken, hier war eine Schlacht. Nö, nicht so wirklich. Was gibt's denn da noch? Oh Gott, es gibt ja fast... Puh, da gibt's echt tolle Sachen dann. Die werde ich dann sehr lieb gewinnen. Ich glaube, da werde ich bei hier bei Manfred die ganzen Söldnergruppen reinstellen. Will ich noch ein bisschen rekrutieren? Gerade so ein paar Skelettsperrkriege. Oh, die Verfluchten können sich auch so richtig lohnen. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal nichts. Mach mal die Schlacht. Obwohl, ich würde erstmal lieber Waldenhof holen. Danach machen wir die Schlacht. Gut, aber erstmal hier beenden. Wir könnten Marsch machen, aber es bringt jetzt nicht so viel. Technologie erforscht. Wunderschön. Dann gucken wir mal. Mehr Wachstum und mehr Einkommen aus den Gebäuden. Sehr schön. So, Waldenhof. Wie ist die Garnison? Das ist ein bisschen so ein Entweder-Oder. Erstmal hier oder erstmal da? Was kriegen wir als Belohnung? Besseres Schwert und wir haben einen Nekromant rekrutiert. Also einen Agent. Ich glaube, ich hole zuerst Waldenhof. Nichts überstürzen. Das haben wir mit den Orks auch gemacht und haben ordentlich auf die Fresse bekommen und beinahe alles verloren deswegen. Deswegen holen wir uns erstmal Waldenhof. Und das ist trotzdem eine Schlacht, die ich jetzt schlagen würde. Ich meine, wir sind zwar leicht überlegen, aber die Feinde haben trotzdem ein bisschen was zu bieten. Hauen wir drauf. Ah, die guten alten Wargulfs. So, 22 Magie. So, die Zombies, die... Oh, es sind sogar 200 Stück. Das sind, glaube ich, sogar mehr, als es eigentlich wären, oder? Lustig, lustig, muss ich sagen. Ich nehme tatsächlich bitte die Zombies als absolute Front. Dann, ich muss mir mal so ein bisschen gucken, was ich für eine Aufstellung mache. Dann mache ich vielleicht tatsächlich... dreimal andere Kriege. Was ist das eigentlich? Tut es mir Schaden machen? Ich glaube nicht. Speerträger für die Flanke ein bisschen mehr. Für die rechte diesmal. Was ist das? Ist das Tarnung? Flachwasser. 80% Nahkampfangriff nur noch für kleine Einheiten und Geschwindigkeit. Ja, natürlich doof. Unser Plüschi ist da. Und dann haben wir noch ein paar Gruftghule. So. Schön breite Aufstellung, dann können wir nämlich super flankieren. Können wir uns schön die Bewegung machen für. So, dann würde ich mal sagen, auf geht's in die Richtung. Die Zombies beeilen sich mal wieder ein bisschen. Die sind eh die langsamsten. Ihr auch. Obwohl, ihr seid ja ein kleines bisschen schneller sogar. Habt ihr eigentlich auch ein anderes Aussehen? Irgendwas Specialiges? Das sind normale Zombies. Das sind meine... Oh, die haben leuchtende Augen. Normalerweise... Ja doch, die haben auch leuchtende Augen. Aber leichter, glaube ich. Bei denen leuchten sie stärker und intensiver. Und vor allem sind sie schneller. Unsere neuen Skelettsperrträger, die haben auf bestimmt ein anderes Aussehen. Die haben auch mehr Rüstung. Das sind die normalen. Skelett-Schwertkämpferherd. Die Schilde sind ein bisschen anders. Aber ansonsten erkenne ich wenig Unterschiede, auch bei der Rüstung. Trotzdem. Oh nö! Ich vergesse euch immer. Komm mal zurück. Nicht gerade hier mit anderen Fledermäusen betteln.
Genau, das kann ich eigentlich gerade nicht gebrauchen. Manni, komm mal her. So, jetzt könnt ihr euch von mir aus hier oben betteln mit ihnen oder du gibst mal gleich hier Lebenspunkte Regeneration mit rein. Hört mal, Manni kann Beschwörungen rülpsen. Finde ich super. Eigentlich ja ideal für den Kommandanten, aber das lohnt sich gerade mal hier rein zu brettern. Ich habe ja nichts anderes, um die Fledermäuse anzugreifen, als meine Flugeinheiten. Es sei denn, sie kommen runter. Und darauf kann man sich jetzt nicht verlassen. Kann sein, dass meine... Oh nein, Moral ist gebrochen. So eine Kacke. Manni, komm dazu. Versuch mal wegzuflattern. So, unsere Zombies haben schon mal die ersten Feinde gebunden. Das ist wunderbar. Macht mal bitte weiter so. Hoi. Oh, Gruftgule. Das könnte natürlich ein bisschen gefährlicher werden. So, Wagi, du machst mich mal für eine schöne Hinterhaltsstellung bereit. Und ihr nehmt mal die Gruftgude ins Sandwich. Und ihr helft hier mal mit. Meine Zombies sind gleich weggefrühstückt. Nee, ich glaube, ich muss mich von meinen Fledermäusen bald verabschieden, was sehr eklig ist. Weil das ist super gegen Fernkämpfer gerade. Ich habe schon wieder sehr vieles verpasst hier. So, ihr hier rein, du da rein. Ihr da rein. Weiter, ausscheren. Wo ist der feindliche Ach stimmt, die haben ja gar keinen Anführer. Es ist ja hier so... Garnison einfach. Na dann. Manni, mach mal mit. Hab Spaß. Schön flankieren. Jetzt gibt es hier ein untotes Gemetzel. Da muss man erstmal wissen, ohne irgendwelche Markierungen, wer hier zu wem gehört. Weil die großen Viecher habe ich nicht. Oh Gott, sie sind in meinen Haaren. So, Manni, irgendeine Truppe, die gerade unbedingt braucht. Mal die wichtigeren Truppen hier bevorzugen. Die Vampirfledermäuse lösen sich bald auf. Bei denen sieht es auch schlechter aus. Das sind übrigens größere Monster. Da schicke ich mal meine Speerträger vorrangig drauf. So. Wurfgule haben auch ihren Spaß. Die können hier weitermachen. Himmel. Schon irgendwie cool. Lustig, wie die rennen. So, die werden jetzt verfolgt, bis sie sich auflösen, hoffentlich. Wie so ein Aspirin im Glas. So, wir haben aber ordentlich was an Verluste gemacht. Also die Questschlacht können wir danach vergessen. Ich war so zuversichtlich, was diese Questschlacht angeht. Oh ja, das packen wir schon so in der Art. So, ihr werdet ein bisschen gewafft. Das braucht man gerade gegen die Gruftgule. Also ich bräuchte mir so oder so ein bisschen Verstärkung. Ihr müsstet doch mal alle gebrochen sein hier. Jetzt geht's endlich los. Meine Güte. Es fehlt hier irgendwie das Sandwich gerade. Hier, Gruftgule, geht mal außen rum. Ihr bindet euch super an. Ihr seid doch schön schnell. An sich sind die einfach klasse dafür. Ja, super, jetzt kommen ja auch Zombies, um das zu verhindern, oder wie? Wollt ihr mich verarschen?
Jetzt lösen die sich auf. Du gehst mal darüber. Manni macht hier weiter. Ach, der löst sich auf, deswegen geht er so runter. Ich bräuchte einen Heilzauber bei dir. Soweit wir wieder auf 6 sind. Ich möchte hier nicht meinen Wagi verlieren. Kommen wir denn da hin? Manni geht ja vor allem mit seiner Lebensregeneration. Steht ja eine ganze Weile. Gerade für den Anfang ist das eine super Alternative. Bis wir ihn voll zum Magier aufbauen. Der Sieg ist nah. So, heil mal Wagi ein bisschen. Heil ihn mit deinen motivierenden Rülpsen. Der rülpst bestimmt nur seinen Namen und das motiviert alle. Oh, ja, die Lebenspunkte gehen gut hoch. Ich mag Heilzauber, es ist cool. So, jetzt mal da rein alle. Schaut's da hinten aus? So eine Sache. Aber zur Unterstützung zaubern kann ich ja auch nicht mehr. Oh, wir haben gewonnen. Goal. Gefällt. Aber gut, ganz ehrlich, wir müssen damit leben, dass viel Trash umkommt in solchen Schlachten. Dafür ist er ja da. Wir müssen halt nur aufpassen, dass unsere hochwertigen Einheiten überleben. Wie unser Wagi. Obwohl ja Wagi irgendwie doof ist, weil es gibt ja sowohl Wargulfs als auch Wargeists. Trotzdem ist es unser Wagi. Wagi, der Batman, der beim Fitnesstest durchgefallen ist. Die Toten erheben sich. Gucken wir mal, was wir diesmal an Trash mitnehmen können. Die Sache ist ja wirklich die. Ausrauben und dann besetzen ist immer besser als plündern und besetzen. Und dabei... Ja. Es ist irgendwie noch ein bisschen kaputt im Spiel, sagen wir es mal so. Wir kriegen mehr Geld und haben weniger Mali. Auch auf der Insel. Auf der gleichnamigen. Das Tote erwecken lief auch schon mal besser. Sind die eigentlich günstiger? Nee, sind sie nicht. Vorteil ist halt, das können wir überall. Das müssen wir dann wahrscheinlich da draußen machen. Ja, dann würde ich ein paar mehr Vampirfledermäuse mitnehmen. Die sind nicht sonderlich stark, aber es ist super, um feindliche Fernkämpfer und Artillerie schön niederzumachen. Die Todeswölfe als erste schnelle Einheit ebenfalls zum Flankieren. Nee, da habe ich lieber die Fledermäuse zum Flankieren. Oh, und die vielen Nahkampfabwehr. Hoi. Da hätte ich gern 2. Und Speerträger haben wir einmal. Hätte ich gern noch einen zweiten Trupp dabei. Mehr können wir eh erstmal noch nicht machen. Aber jetzt haben wir einen ersten Gebietsbonus. Mal gucken, was es da gibt. Öffentliche Ordnung. Könnte derzeit nicht schlecht sein, aber der Aufstand ist noch weit weg. Wachstum und Korruption. Steuersatz. Einheitenerfahrung. Rekrutierungskapazität. Ich glaube, das brauchen wir jetzt gerade mal. Okay. Manni wird wieder besser. Was sind die Blut... Die Blutlust. Blut ist der Preis. Blut ist der Preis. Blut ist der Preis. Für alle, die es noch nicht verstanden haben. Meine Güte. Hör doch mal zu. Habt ihr Blut in den Ohren oder was? Rote Wut. Rote Wut dachte ich eigentlich nur, dass es bei weiblichen Charakteren geht. Kennt doch jeder, oder? Oh ja. Da fand ich den War aber besser. Ganz ehrlich. Ich werde den Weg hier schön gehen. Führerschaftseffekt, einfach Charakteraura. Ich glaube, das nehme ich tatsächlich mal mit alles. Die Frage ist dann, wenn wir auf Magie gehen, machen wir zuerst den Baum da unten? Oder zuerst den Baum da oben? Ich meine, der Seelenraub reicht erstmal, um einzelne Einheiten gut wegzufrühstücken. Da würde ich tatsächlich erstmal den Baum da oben gehen. Der gefällt mir. Aber ich glaube, den Führerschaftseffekt der Charakteraura nehme ich noch mit. Wir sehen, wie wichtig die Führerschaft bei Untoten ist. Die rennen nicht nur weg, die lösen sich komplett auf. Führerschaft unten bedeutet fast Vernichtung bei uns. Okay. Berunden wir die Ente. Ah, hi. Ach, du bist doch ein Arschloch. Ich wollte doch gerade den schönen Effekt holen. Zelig, Herr der Brummer. Ey, ich brumm dir gleich eine. Bist du wirklich... Aber er hat es nicht eingenommen, wenigstens etwas.
Reparaturkosten. Boah, ist das ekelhaft. Du bist ein Sackgesicht, bist du. Ein blödes. Haben wir eine Chance dagegen? Leichenkern, Zombies. Todeswölfe. So. Hier draußen können wir doch Tote erwecken, oder? Yep. Wollen wir noch Zombies dazu aufstellen. So. Dann würde ich noch gerne Ründchen ausruhen. Wollen wir hier draußen bleiben? Oder können wir ihn jetzt hauen? Ich glaube, wir könnten ihn jetzt hauen. Was können die Leichenkarren eigentlich? Besonders gut im Kampf sind sie ja, glaube ich, nicht, oder? Komm, den hauen wir uns auf, den hauen wir jetzt auf die Fresse. Wir haben auch ein kleines bisschen Eschengarnisierung. Oh, das ist ein Witz. Jetzt haben wir sie gar nicht mehr, aber passt noch. Ach du lieber Gott, ist der angeblich schwach. Ja gut, fast nur Zombies, fast nur das Zeug. Schlag mal so. Ermorden, unterwerfen. Ne, unterwerfen ist wahrscheinlich dominieren, oder? Könnte ich mir vorstellen. Unterwerfen und dominieren kann man zumindest so als Synonym betrachten. Yay. Dein Recht ist mein. So, dann mal nach Eschen zurück. Ja, und dann müssen wir mal Schloss Tempelhof vorbeiklopfen, bevor die... Ich glaube, bevor wir uns um diese Schlacht kümmern, machen wir erstmal hier Ruhe. Mit unserem Erzfeind. Dreimal Speerträger ist eigentlich ganz okay. Dann hole ich, glaube ich, tatsächlich noch ein paar Obwohl... Das ist halt mal wieder der Klassiker. Die Speerträger sind gegen normale Einheiten nicht mal so sonderlich ineffizienter, aber haben eben noch den Bonus gegen große Einheiten und... oder irgendwelche Anstürme oder Kavallerie, was mir unglaublich wichtig ist. Kosten aber ein bisschen mehr Unterhalt. So eine Sache. Aber ich hätte lieber mehr Speerträger. Gefallen mir mehr. Tatsächlich brauche ich noch dreimal Speerträger dazu. Und Todeswölfe vielleicht noch. Die könnten sich auch noch rentieren. Komm, machen wir noch zweimal Todeswölfe rein. Obwohl, nee, die kosten da zu viel. Und dafür haben wir die Fledermäuse. Geschwindigkeit ist auch gleich? Ist auch gleich. Lassen wir es dabei. Ein Trupp. Da haben wir zwei für jede Flanke. Wir müssen auch ein bisschen auf die Finanzen achten. Okay. Dann hole ich mir jetzt nächstes wahrscheinlich Schloss Tempelhof. Um da mal wirklich so mal meinen Stempel drauf zu drücken. Ja, erhol dich aber vorher noch ein bisschen. Ich hole doch noch welche. Entschuldigung. So, jetzt aber. Was wollt ihr denn jetzt alle hier? Ah, okay. Da ist ein Ork zu mir geflüchtet und wurde eingefangen. Ein Rivale wünscht eine Änderung der gegenseitigen Verhältnisse. Ja gut, mit Schwarzhafen können wir uns echt verstehen, das meine ich ja. Wir sollten es nicht übertreiben. Legendäre Todeswölfe. Kosten für Toterwecken ist auch reduziert worden. Das Todesrot ist nicht schlecht. Ich glaube, das hole ich mir sogar. Vor allem, weil es instant da ist. Das ist immer schön. Und dann können wir uns endlich um das blöde Schloss Tempelhof kümmern, was mir gefällt. Okay. Hat Schloss Tempelhof eine Mauer? Ich glaube nicht. Ich glaube, dann gucken wir auf den Besuch vorbei. Aber vorher können wir dir noch was zuweisen. Du kriegst... Was ist eigentlich sowas hier? Rekrutierungskosten für Helden, Verluste, Verstärkungsrate. Das ist natürlich auch super. Was habt ihr eigentlich auf dem untersten Baum? Der Blitzschlag ist natürlich auch klasse. Empirische Korruption, Wachstum plus 8 in der Provinz, Belagerungszeit, Kosten für Tote erwecken, nochmal runtersetzen. Es sind aber halt immer nur die Spontankosten, nicht der Unterhalt, was ich schade finde. Und hier haben wir eigentlich auch wieder alle Einheiten durch, oder?
Ja, ich glaube, der Kampfmodus ist der letzte, den ich machen würde. Da habe ich dann doch lieber hier die Buffs. Okay, dann machen wir hier das Zeug besser. Jetzt machen wir noch die Abkühlzeit ein bisschen runter. Das könnte sich hier echt lohnen bei der Heilung, wenn wir ordentlich Energie haben. Und dann bedanke ich mich wieder fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir mal ganz freundlich und bescheiden bei Schloss Tempelhof anklopfen. Dann bis zum nächsten Mal. Bye bye.